Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu Resident Evil 7. Wir sind hier gerade im Keller und mussten uns eben gerade vor grauenhaften, schleimigen, brutalen, was auch immer Viechern verteidigen. Und werden jetzt hier weiter vorgehen. Und zwar werden wir eine dieser Türen aussuchen. Und wir machen es so. Ene, mene, mu, mu. Und raus bist du. Wir gehen hier lang. Und ich habe mir gerade mal ein bisschen Nervennahrung geholt. Ein paar Schokobons. Sind klein und rund. Mit einem habt ihr die im Mund. Nee, egal. Nur, ich habe Hunger und ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich etwas esse. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Als hätten wir nicht genug davon. Das ist natürlich hilfreich. Gucken wir direkt mal. Oh Gott. Leichenhalle. Ach du Scheiße. Oh, entriegelt? Wie haben wir das gemacht? Das soll ich mir die Pistole wieder ausrüsten? Fällt mir gerade auf. Das hier sieht nämlich schon wieder sehr danach aus, als würde gleich irgend so ein Vieh auftauchen. Oh, wir sind im Kreis gelaufen. Ach, fuck. Okay. Schade. Ich muss ein bisschen näher ans Mikro, damit man mich auch besser hört. So, jetzt bin ich hoffentlich noch besser zu hören. Ich arbeite ja zurzeit sehr an meiner Qualität, auch an meiner Aufnahmequalität. Und ich wäre auch sehr froh, wenn ihr mir da mal ein Feedback da lassen würdet, wie ich mich zurzeit anhöre von der Qualität her. Ob es inzwischen besser geworden ist. Auch bei den Thumbnails übe ich zurzeit fleißig. Und ob da eine Besserung auf jeden Fall da ist. Skorpion? Ja, nice. Jetzt können wir, glaube ich, alle Türen mit einem Skorpion aufmachen. Schatzfoto. Okay. Oh, nee, den muss ich mitnehmen. Da muss ich irgendwas wegwerfen. Sorry, aber... Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ganz ehrlich, dann werfen wir. Oh nee, komm, da benutzen wir das. So. Das ist ja geil. Das ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Auch wenn sie mir nicht wirklich hilft, weil ich eh alles durchsuche. Nee, komm, ich sehe ja, ich will jetzt eben dieses Kraut ausnutzen. Verdammt! Nein! Ach komm, ein Schuss. Erzähl mir doch nichts, das hätte ich... Scheiße. Aber da ist was. Oh, okay, das Kraut bringt wirklich was. Auch wenn mir eine Münze nur scheißegal ist, ist es schon gut, die zu haben. Ich will alles mitnehmen. Wie soll ich das denn machen, wenn ich nicht... Wo willst du hin? Hast du Angst vor mir? Besser ist. Vor Bloodwork sollte man Angst haben. Was? Scheiße! Nein!
Was? 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 Das stirbt doch endlich, verdammte Kacke! Scheiße! Nein! Ah, nee! Ermoldet. Diese Kreaturen sind sehr widerstandsfähig. Um sie auszuschalten, müssen sie entweder ihren Kopf abtrennen oder ihre Körper komplett zerstören. Verbesserte Pistolenmunition. Okay. Gezielte Angriffe. Mit geringer Intelligenz können keine Türen öffnen. Aha. Ich habe gerade Flirten gelesen. Ich so, was zur Hölle soll ich mit den Viechern flirten oder was? Ey, du bist das. Was? Hey, Mann, ich kann doch. Oh, scheiße. Ich muss aber nicht ernsthaft alles nochmal machen, oder? Och nee. Oh. Ich muss auch mehr aufpassen. Okay, diesmal mache ich es ein bisschen schneller. Hä? Beim letzten Mal war hier ein Vieh. Diesmal nicht. Na gut, okay. Leben. Mit dem letzten Schuss, ey. Mit dem letzten Schuss. Okay, da gehen wir diesmal nicht rein. Da war nicht. Sag ich noch. Denn da war nichts Wichtiges drin. Heißt, wir machen direkt hier weiter. Hier war einiges. Die ist wichtig. War hier nicht irgendwo ein Vieh? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Schatzfoto. Die. Oh, jetzt kommen wir dem. Oh, nee. Okay, ich weiß wo. Kann ich wegwerfen. Was soll ich denn machen? Oh, das Inventar ist viel zu klein, ey. So, da wären sie dann realistisch. Da, wo es uns helfen könnte, weißt du? Mann, Mann, Mann. Oh. Ah, verstehe. Das können wir auch. Ja, nice. Das können wir wenigstens das hier kombinieren. So. Aber bevor wir da reingehen, war hier noch eine andere Tür. Die will ich auf jeden Fall nochmal erkunden. Was? Warum bin ich nicht einfach weitergegangen? Okay. Drei gut gezielte Schüsse reichen. Das war gerade verdammt knapp. Das hier hätte mich nämlich fast getötet. Entriegelt, wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, nee, treff. Oh, Bloodwork, treffen. Ey, ohne Scheiß, diese Finger sind immer noch gruselig. Trotzdem sind die immer noch gruselig. Moment mal. Ah, hier sind wir. Speichern, speichern, auf jeden Fall speichern. Hä?
Jetzt habe ich verbesserte Munition drin. Das ist natürlich hilfreich. Und wir speichern. So, jetzt können wir auch hier endlich den ganzen Mist hier verstauen. Was brauchen wir noch auf jeden Fall nicht? Na, erste Hilfe Arznei sollten wir auf jeden Fall immer mit dabei haben. Kraut auch. Das brauchen wir gerade nicht. Ich will auf jeden Fall genug Platz haben, wenn ich was Wichtiges finde, wie zum Beispiel diesen... Jetzt komm. Ohne Scheiß, für fünf verdammte Kugeln habe ich jetzt den Dietrich geopfert. Ich könnte... Naja, nee, wirklich. Egal. Machen wir erstmal die Skorpion-Türen. Was? Wo kommen die ganz viel auf einmal her? Ein Schuss! Ah, stimmt, wir haben die verbesserte Munition. Hier. Ist er jetzt mehrmals einsetzbar? Ja, ist er. Nice. Ah. Ja, schön. Shortcut freigeschaltet. Das gefällt mir doch. Leider kann ich immer noch nicht. Oder doch, vielleicht kann ich jetzt hier oben. Und da ist ja der Vater wieder, oder? Egal. Sobald er mich belästigt, werde ich schon dafür sorgen, dass er... Geht der dafür auch? Nein, schade. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Schlangenschlüssel, oder? Sobald er mich belästigt, werde ich wieder abhauen. Und genau deswegen wollte ich hier rein, denn jetzt habe ich eine Shotgun. Oh, eine defekte. Aber Moment, jetzt könnte ich die mit der da unten tauschen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Liebe Miss Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine lange Weile her, dass Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind... fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, könnten von diesen Organismen in Verbindung mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weiteren Tests zu unterziehen. Gwavor Lang, Allgemeines Krankenhaus, Dörfley. Für alle, die sich jetzt über mein Englisch aufregen, fickt euch. Besser kann ich's nicht. Fuck. Mach die Tür zu. Zur Hölle. Wo ist er? Ich bin es leid, die ganzen Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, verstecke ich die Hundekopf-Reliefs, damit keiner von denen mir aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der Zerlegungsraum im Keller. Okay, jetzt weiß ich ganz klar, wo alles ist. Okay, das war auf jeden Fall hilfreich, hier wieder hochzugehen. Jetzt muss ich nur hier wieder rauskommen, ohne dass der Vater mich erwischt. Da kann das eine Leiter, die ich hoch oder eine Treppe, die ich hochgehen kann. Oh, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ja, ich bin falsch gelaufen. Ich hoffe, ich renne mir jetzt nicht direkt in die Arme.
Oh, guck mal, die Oma ist auch weg. Wo ist sie wohl diesmal? Ha. Hat sie sich meinen Rat zu Herzen genommen und hat sich endlich hingelegt? Ich meine, ich schätze mal, zwischen haben wir es 10:30. Da sollte es auch so langsam Schlafenszeit sein. So, und jetzt? Ja, super, ich würde sie gerne... Oh, euer verdammter Ernst! Ich will sie doch nur austauschen. Versteht das doch? Das ist jetzt nicht nötig. Wie ist das nicht nötig? Verdammt, wie soll ich denn sonst diese... Na gut, nehmen wir sie später mit. Ich habe jetzt leider gerade nichts, was ich irgendwie nicht, was ich irgendwie wegwerfen können wollen wollte, wie auch immer. Ach, Moment mal, habe ich das Vieh nicht längst? Jetzt ist erledigt. So, es wird Zeit, dass wir die Sache zu Ende bringen. Endgültig. Endgültig! Unter diesem verdammten Haus im Rücken kehren. Aber davor speichern wir natürlich. So, nu aber. Holen wir uns den letzten Hundekopf. Let's go. Hier wollte ich auch nochmal gucken, ob hier was ist. Und gleich wird wieder gekämpft. Ich sehe das schon kommen. Da ist es schon. Mit diesem Mal werde ich dafür sorgen, dass es nur ein Vieh hier ist. Mann, jetzt treff doch! Boah! Okay, es ist auch schwerer, als ich dachte, hier mit zu schießen. Nicht so einfach wie bei Call of Duty. Oh, ich treffe nicht richtig, ich treffe nicht richtig. Verdammte Kacke! Jetzt stirb doch! Fast 20 Kugeln auf das Vieh abgelassen. Okay, jetzt brauche ich doch mal wieder langsam Munition. Ansonsten habe ich ein Problem. Na, ich rede vor, und sofort habe ich wieder welche. Das ist doch... wie soll ich denn sonst was kombinieren, Mensch? Ich hab zu wenig Platz. Ich hab einfach zu wenig Platz. Was ist das hier überhaupt? Flintenmunition. Ich muss irgendwas... Ach, Mann. Ich muss daran denken, dass hier nachher, dass hier noch was liegt. Ich muss einfach dran denken. Ach du Scheiße. Jetzt stirb doch, verdammt. Was ist das für ein Vieh, ey? 9 Kugeln noch, verdammte Kacke. Okay. Nein, nein, nein!
Ach, fuck! Ah, oh, da wär's gewesen. Ach, Mann. Das ist doch schwerer, als ich dachte. Ich muss vorsichtiger sein. Und nur noch die wichtigsten Sachen jetzt hier machen. Das dauert uns sonst einfach zu lange. Wasser mit den guten Kugeln. Stirb! Nein! 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 Verdammte Kacke, Mann, ich muss das... Jetzt ganz vorsichtig. Ja, der Held scheint so nicht zu sein, oder? Lauf, 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 lauf. Besser, es läuft besser. Direkt heilen. Heilen haben wir zum Glück genug hier. Okay, wo ist der Hundekopf? Was? Nein, 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 ist schon wieder. Wow, wow! Vielleicht kann ich die irgendwie aussperren. Das wäre sogar fast noch besser, als die alle zu erschießen, oder? Moment. Ist abgehauen. Jetzt vielleicht ganz vorsichtig hier lang gehen. Ganz leise. Weil ich muss ja nicht immer alle töten. Ich will nur den Hundekopf, da ist ein Vieh. Ich muss mehr schleichen. Die Munition reicht einfach nicht für alle. Shit, 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 ich bin am Arsch. Oh fuck! Es reicht. Endgültig, ich gehe hier lang. Es gibt so scheiße viel zu... Was?
Ach so, ja, das ist die Abkürzung gewesen. Gott. Okay. Gehen wir tiefer rein. Ich glaube nicht, dass in diesem Ding, in diesem Raum, wo wir vorhin waren, der Hundekopf ist. Oder? Leichenhalle. Nee, im Zerlegungsraum war das. Oh, ich glaube, wir kommen hier eh nicht rein. Siehst du? Wir brauchen diesen Schlangenschlüssel. Ah, schade. Dann müssen wir tatsächlich in diesen anderen Raum. Dann haben wir gar keine andere Möglichkeit. Dann müssen wir die Viecher alle abknallen. Geht ja nicht anders. Außer. Nein. Na gut, dann machen wir es halt. Was? Boah, ey, diese Geräusche immer. Okay, ganz vorsichtig. Vielleicht können wir die alle irgendwo hinlocken. Wo sind sie hin? Nein! Was ich googeln. Könnte ausreichen. Könnte. Was? Hä? Drecksviecher, kommt her! Ey Mann, die heilen sie doch, wenn sie weg sind. Wie soll ich sie denn so töten? Die Kugeln aus. Muss ich jetzt töten? Ja, einer ist tot. Und der andere verpisst sich wieder. Aber jetzt haben wir nur noch einen. War leider auch nur noch 14 Kugeln. Sollte aber reichen für eins und vier. Es spawnen wieder zwei, es ist zum Kotzen. Heilen, 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 heilen. Nein, 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 ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Keine Munition mehr. Fuck, fuck, fuck. Hein, 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 hein. Ich geschafft, ich lebe. Bin auch ohne Munition. Okay. Vielleicht liegt hier irgendwas, was ich benutzen kann. Ey, ohne Scheiß, ich hab nur noch ein verdammtes Messer. Ich bin am Arsch. Was? Warum? Scheiße. Ich bin tot, ich bin tot. Ich kam nicht durch. Ich kam da nicht durch. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Ich verstehe das nicht. Okay. Ich brauche einen Schlüssel hierfür. Komm da aber nicht durch.
und weitersuchen. Was anderes bleibt mir ja leider zurzeit nicht übrig. Und ich kann nicht kämpfen. Was mich leider noch mehr anspannt. Okay, ich muss da irgendwie rein. Dazu brauche ich einen Schlüssel. Die Flinte habe ich. Die Frage ist, wie bekomme ich dir jetzt diesen blöden Schlüssel, um da reinzukommen? Oh, das Spiel ist derbe unangenehm. Aber das ist gut. Ein Horrorspiel, was unangenehm ist, ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Hä? War hier nicht sonst immer so ein Vieh drin? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber... Es verunsichert mich. Was? Alles klar, hau rein. Ich geh speichern, verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Leute, ich muss gerne mal eine Pause machen. Wie lange nehme ich denn schon auf? Nee, reicht doch nicht. Die Folge wollen wir natürlich noch irgendwas erleben. Na, wir? Ha, ihr vor allem. Seid doch ehrlich, ihr wollt doch nur sehen, wie ich leide. Gestehe! Oh, das ging... Das ist natürlich ein schöner Shortcut. Bringt mir aber leider nichts, weil ich irgendwie... Wisst ihr was? Ich habe ja gespeichert. Was soll schon groß passieren? Wir gehen wieder in diesen blöden Boilerraum. Da muss ja irgendwo ein verdammter Schlüssel sein. Oder ich übersehe einfach irgendwas. Was sogar sehr wahrscheinlich ist. Frage ist nur was. Muss die Viecher irgendwo irgendwie nach hier locken. Und dann genauestens alles durchsuchen. Von hinten angreifen. Okay, bringt gar nichts. Ah. Jetzt. Kann ich nicht. Ich kann sie nicht aufmachen. Was muss ich denn hier tun? Ich kann hier nichts tun. Verdammte Scheiße. Was muss ich tun? Ich weiß es nicht. Ich könnte höchstens durch dieses Zeug hier das versuchen rauszufinden. Versuchen wir es. Da ist was. Ich bin tot, ja. Egal. Ich habe jetzt auch nicht so gut aufgepasst, weil ich habe ja eh gespeichert. Die Frage ist, wo ist dieser scheiß Schlüssel, den wir brauchen, um da reinzukommen?
Ich wette, ich bin wieder der Einzige, der zu blöd ist, um diesen Schlüssel zu finden, oder? Ich wette, ich bin der Einzige. Am Ende ist er gar nicht im Keller, sondern irgendwo anders. Zutrauen würde ich dem Spiel. Ich würde diesem Spiel inzwischen alles zutrauen. So, versuchen wir es hiermit. Münze brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Hä? Ja toll, dass da was drin ist, dachte ich mir, aber wie komme ich da hin? Hä? Na, Kollege? Frage ist, wie kriege ich das hin, dass ich das... Letzter Versuch hier, ansonsten gehe ich hoch und gucke, ob ich oben irgendwas machen kann. Da. Hä? Okay, bringt nichts, ich hau ab. Das bringt gar nichts, hier ist nämlich nichts. Dieser Scheißschlüssel muss woanders sein. Wahrscheinlich irgendwo noch oben in irgendeiner Tür. Ja, oder da drin. Egal, wir hauen hier wieder ab. Das hat ja so gar keinen Sinn. Oh, scheiße, ich bin im Kreis gelaufen. So. Gucken wir woanders. Mit einem verdammten Messer als bester Freund. Vielleicht hilft uns Zoe, ja. Hallo? Nein, warum auch? Ah. Nee, komm, das wird irgendwas oben sein. Das wird irgendwas oben sein. Irgendeine Skorpiontür, die wir noch nicht aufgemacht haben. Die ich, dämlich wie ich bin, übersehen habe. Es ist vorbei, Junge. Was? Der ist ja... Lach nicht so dreckig. Hallo? Wie ist es dir ergangen? Schlecht. Nein! Zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Ich weiß es auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Am besten raus. Hau rein. Und du? Komm doch. Aha. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, ich werde offscreen nachgucken, was zur Hölle ich jetzt machen muss. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter.
Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ich meine, genug Action und Folter und Tod und Brutalität gab's ja wohl. Ha! Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wie immer. Oh Gott, hab mich erschrocken. Wenn es heißt Resident Evil 7. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann wieder. Moment. Nee, von hier kommen wir. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Viel Spaß. Bis dahin. Euer Bloodwork.